Job. Ich stelle uns mal beide vor. Einmal Christian und Christian. Wer uns noch nicht kennt, Christian von HSW IT und ich bin der Christian von Hamburger Marketing. Sind beide Seaplot-Begeisterte seit 2 Jahren, beziehungsweise Christian seit 1 Jahr. Und als ich das erste Mal. Da war die Elisa schuld. Schön, Elisa ist auch da, sehr schön. Genau. Und Ziel des ganzen Workshops ist es folgendermaßen: wir geben erstmal einen Überblick, was wichtig zu wissen ist, mit in vielleicht 15 Minuten oder sowas. Und dann legen wir gleich selber los. Also ihr habt ja gelesen, dass jeder im Optimalfall eine lokale Installation hat. Falls das nicht der Fall sein sollte, wir haben ja noch als Backup 3 Instanzen, die können wir rausgeben. Einfach Bescheid sagen. Hier haben wir den Ablauf, genau. Als erstes mal, was ich gesagt habe, kurzen Überblick. Als zweites Seaplot-Webseitenbeispiel, damit man sieht, was ist denn möglich, was kann man alles mit Seaplot machen. Und das dritte, das war damals auch ein interessantes Thema, wo ich angefangen habe, Informationsquellen, wo kann man sich informieren, dass man halt auch später weitermachen kann, weil Seaplot ist schon sehr, sehr umfangreich und da kriegt es ja dann auch noch ein Papier dazu. Das verteilen wir wahrscheinlich jetzt, machen wir es gleich. Genau. Also wir haben hier ein A4-Blatt ausgedruckt. Verteilst du das? Okay, super. Seht ihr dann gleich, da gehen wir dann nachher drauf ein. Könnt ihr erstmal zur Seite legen. Also Informationsquellen zu Seaplot. War ich stehen geblieben. Dann machen wir eine Seaplot-Installation gemeinsam. Wer jetzt keine lokale Installation oder sowas hat, schaut halt einfach zu, haben wir einen ganz normalen Screen auch da. Und dann haben wir sozusagen, der Workshop baut sich auf mit dem Grundwissen, Felder, Inhaltstypen, Listen, Suchen und kurze Erklärung dazu, da habt ihr noch auf einem Papier entsprechend. Und als letztes halt dann das Live-Beispiel, was eigentlich der größte Hauptteil ist. Genau. Generelle Einführung, ganz schnell, was ist ein CCK? CCK Content Construction Kit ist die Abkürzung. Was kann man damit machen oder was ist eigentlich die das Grundsätzliche, was es ausmacht, das sind im Endeffekt die individuellen Felder, die man anlegen kann. Dass man halt wirklich sehr flexibel ist und ganz individuell gestalten kann. Als Beispiel hatte ich gebracht gehabt mit eBay Kleinanzeigen. Sowas kann man halt mit CCKs nachbauen. Sieht man auch die individuellen Formulare und Suchen, die man machen kann. Das ist jetzt dann später auch alles live. Und vor allem, was halt schön ist, das flexible Markup, dass man halt wirklich die HTML-Codes ganz frei gestalten kann, feldbasierend und halt standardisiert ausgeben kann. Seaplot jetzt im Speziellen tut halt Joomla, ist eine Joomla-Erweiterung natürlich und tut entsprechend halt das Ganze zu einem Drupal, sage ich jetzt mal, ganz grob aufbohren und vielleicht sind auch noch andere CCKs bekannt. Da haben wir hier einmal Fabric, Content Builder, Zoo. Es gibt noch ein paar weitere, aber ich würde mal sagen, das kürzer Flexi Content, vielleicht noch sehr bekannt, genau. An der Stelle mal eine Frage. Wer hat denn bisher schon mit Seaplot gearbeitet? Sehr schön. Wer hat noch nie mit Seaplot gearbeitet? Und wer hat schon mal mit irgendeinem anderen CCK gearbeitet, außer Seaplot? Okay, haben wir schon Vorerfahrung. Schön, also sind wir bunt gemischt sozusagen. Ich hoffe, ich habe für alle was dabei. So ist auch aufgebaut. Generell jetzt zu Seaplot und Octopus. Das Interessante ist, Seaplot ist von Octopus eine Software, die halt unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt wird, unter GPL. Und
Octopus tut selber das System produktiv einsetzen für seine eigenen Kunden. Was bedeutet, dass sie natürlich auch sehr interessiert sind, das Ganze weiterzuentwickeln und stellt es sozusagen unserer Community zur Verfügung und bietet aber zusätzlich manche Erweiterungen, kosten ein bisschen was, aber das Grundsystem, wo man auch schon ganz, ganz viel machen kann, ist kostenlos selber. Die Erweiterungen, die es gibt, kosten meistens zwischen 10 und 30 Euro Maximum, ist eigentlich auch sehr günstig, aber wenn man jetzt etwas komplexer entwickeln möchte, sage ich mal, hat man jetzt keinen höheren Invest vielleicht von 100 Euro Maximum. Da ist dann auch schon alles abgedeckt und die ganzen Erweiterungen, die man kauft, hat man auch die komplette Zeit entsprechend verfügbar und kann die auf allen Webseiten einsetzen. Also muss nicht einzeln lizenziert werden. Genau. Jetzt haben wir hier mal, ich habe drei Beispiele rausgesucht. Das erste Beispiel ist, glaube ich, ganz schön mal darzustellen, wenn man so ein bisschen was Komplexeres macht, aber trotzdem sehr, sehr schnell und rapide entwickelt. Das ist Gostner Theater. Oh, das ist ganz schön klein, gell? Kurz eine Frage an der Stelle an die Technik. Was ist denn die Auflösung von dem Beamer Maximum? Okay. Wir brauchen es nachher noch ein bisschen größer dann. Okay. Machen wir erst hier noch ein bisschen die Technik. Müsst ihr das auch noch machen? Das sieht doch gut aus, oder? Wunderbar, dann machen wir das jetzt mal mit dem. Sehr schön, dann haben wir hier das Gostner Theater. Also das ist alles auf C-Blot basierend. Wenn man hier mal anschaut, das ist Startseite, Spielplan. Hier unten sieht man dann entsprechend die aktuellen Veranstaltungen zeitlich aufgelistet. Wenn man hier auf Stücke geht, dann hat man bei den Stücken sozusagen die einzelnen Veranstaltungen. Wenn man auf die Stücke geht, dann ist sozusagen eine Referenzliste dabei. Das ist hier zum Beispiel auch eine C-Plot-Liste, wo man dann die Veranstaltungen sieht, die sozusagen dem Stück zugeordnet sind. Und das ist alles sozusagen per C-Plot-Markup, alles recht simpel gehalten, sage ich jetzt mal. Und man hat der Vorteil war halt hier, dass man relativ schnell entwickeln konnte und halt auch komplexere Sachen macht und das alles miteinander referenziert ist. Hier vielleicht noch ganz spannend. Bei den Terminen und noch ein Formular, das ist auch über C-Plot gemacht, was dann halt auf öffentlich gestellt ist, dass halt die Kunden direkt, die Interessierten direkt kontaktieren können und hier das Theater anschreiben können. Dann als nächstes Beispiel. Moment. Machen wir nochmal hier ab. Das sieht doch gut aus, genau. Jetzt übergebe ich mal an Christian Schmidt. Er ist nämlich hier der Kreator von UWE Elektronik und kann da ein bisschen was dazu sagen. Genau. Ja, im Endeffekt war es hier ein sehr interessantes Beispiel. Die Seite hat sehr, sehr viel Produkte darzustellen, die ja technischer Natur im Endeffekt sind, wie man das hier gut sehen kann. Jede Zeile in dieser Tabelle ist ein einzelner Joomla-Beitrag. Die werden im Endeffekt einfach dort aufgelistet und ging halt hier speziell um die technischen Daten, damit man hier die Produkte relativ schnell finden kann, die derjenige sucht. Dementsprechend gibt es hier ein Suchformular, wo ich halt in dem Falle mit Minimum- und Maximum-Werten suchen kann,
und beides natürlich auch zusammenhängt, wo man dann dementsprechend die richtigen Produkte dann aufgelistet bekommt, die man hier haben möchte. Und vor kurzem, sage ich mal, hinzugekommen ist, dass eigentlich gab es nur diese Liste im Endeffekt. Und seit kurzem gibt es im Endeffekt für jeden einzelnen Kontakt, in dem Fall für diese Produkte, eine eigene Unterseite mit nochmal ausführlichen Beschreibungen. Und das Ganze ist komplett in 3 Sprachen, auch von den ganzen technischen Daten her. Das war sehr interessant, weil man konnte hier wirklich die Daten, habe an einmal, sage ich mal, in Deutsch eingegeben und hat die ganze Sache dann mit der Stapelverarbeitung von Joomla in die mehreren Sprachen relativ schnell übersetzt, sodass man die ganzen Beiträge schon mal in den mehreren Sprachen hatte und nur noch im Endeffekt hier diese Intro-Texte modifizieren musste. Und man konnte dadurch, wir haben, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, in 7 Minuten mal so 800, 900 Seiten oder was das irgendwie waren, generiert. Ja? Also die Frage war, ob das mit der Stapelverarbeitung in C-Plot funktioniert, falls dann gebe ich einen Fehler irgendwo gab. Also es hat funktioniert. Also ich habe die Beiträge, die vorher da waren, dementsprechend hergenommen. Die waren auf Sprache alle eingestellt, in dem Falle noch, wie es nur als Tabelle waren. Habe sie dementsprechend abgeändert auf Deutsch, in der Stapelverarbeitung auch, und habe sie dann dementsprechend sozusagen kopiert in Englisch und Französisch. Also ging ohne Probleme. Und ich hat reibungslos funktioniert. Also das hat reibungslos funktioniert. Ich glaube, ich habe es sogar dann wirklich so übertrieben, dass ich für die gewissen Bereiche, weil die kategorisiert sind, teilweise 200 Stück auf einmal. Also das war überhaupt kein Thema. Also von daher, ja, dementsprechend mit mehreren Upload-Funktionen von PDF-Dateien und irgendwelchen anderen Grafiken, auch mit mehreren Bildoptionen. Also man sieht hier in der Detailansicht das größere Bild und wenn man nochmal zurückgeht in der Tabelle, sieht man das Bild im kleiner, wo man dementsprechend mehrere Bilddatei-Uploader haben. Und das Ganze wird immer weiter ausgebaut, um hier wirklich noch mehr zu generieren. Also wirklich was wirklich ein sehr großer Vorteil vor allen Dingen in so einem Bereichen ist, ist halt wirklich diese Suchfunktion. Ich kann wirklich jedes Feld einzeln durchsuchen. Das ist in dem Fall echt ein Traum. Gebe ich mal wieder an Christian zurück. Dankeschön. Dann unser letztes Beispiel. Ist so eigentlich auch ganz spannend, weil das war ein Projekt, was ich direkt nach Köln entwickelt hatte, wo ich vor 2 Jahren war und das erste Mal C-Plot gesehen hatte. Und das ist sozusagen auf der Heimfahrt entstanden dann. Das ist hier ein lokales Verzeichnis. Ich selber komme aus Erding und nennt sich Unterkunft in Erding. Und das Ganze basiert komplett auf C-Plot. Gehen wir hier mal durch, das sind einfach hier die Unterkünfte. Insgesamt alle Eintragungen 42 dargestellt. Scrollt man nach unten, hat man hier einen Button, wo man dann entsprechend nochmal nachladen kann. Das Ganze ist hier entsprechend kategorisiert. Auch Landingpages mit vom SEO und so weiter auch ganz schön ist. Rankt auch ganz gut die Seite. Ist, soweit ich weiß, das meistbesuchte Unterkunftsportal bei uns in Erding. Spannend ist dann unten die Suchfunktion. Moment, nehmen wir die von der Startseite. Hier hat man so ein C-Plot-Modul, also das Suchformular mit ausgegeben und dann sagt man hier meinetwegen günstig. Therme Erding ist vielleicht bei dem einen oder anderen bekannt und man möchte Therme Erding und günstig und jetzt müsste er Unterkünfte finden, die entsprechenden Kriterien entsprechen und hat man halt hier wunderbar aufgelistet. Und was hier jetzt spannend ist als Beispiel, logge ich mal schnell ein, das ist ein Frontend-Login und dann sehen wir jetzt gleich mal ein Formular, wie man sozusagen ganz gut die Sachen gestalten kann für den Kunden dann selber, dass er über Frontend darauf zugreifen kann. Da schnappen wir uns einfach mal das erste, das Gästehaus Laura, gehen rein, das ist die normale Darstellung dann. Das sind alles einzelne Felder, da hier ein kleiner Intro-Text, hier rechts Telefonnummer und was man alles so braucht zum Kontaktieren. Hier ist eine AdSense-Werbung mit eingeblendet.
Hier das Bild unten, das ist auch zum Beispiel ganz schön, hier mit dem Copyright-Vermerk, auch ein einzelnes Feld. Wenn man das alles natürlich manuell in den Joomla-Artikel setzt, ist es unheimlich viel Arbeit, deswegen eine sehr praktische Geschichte. Sowas hier, eine Bildergalerie kann man auch wunderbar machen mit Cplot, wo man dann über Frontend die einzelnen Bilder runterlädt. Hier noch Details, aber gehen wir jetzt nicht so genau drauf ein. Spannender ist eher so, wie sieht das Ganze aus, wenn sich jetzt, wenn man sich jetzt einloggt. Dann ist hier sozusagen ein das ganz normale Formular, was man mit über Cplot konstruiert hat. Browsertitel, das ist ein Feld, was halt entsprechend über Joomla, ein Joomla-Feld, was über Cplot angesteuert wird. URL-Alias kennt ihr, Meta-Description, interne Notiz, auch spannend. Genau, die hatten zum Beispiel eine Eintragung, wollten via Kontaktformular gern aufgenommen werden. Auf jeden Fall sieht man hier, ganz individuell gemacht, das wird natürlich nicht ausgegeben, die Notiz hier. Und hier geht es dann los mit H1, Hauptbild, wo man dann entsprechend das auch anpassen kann. Hier kann man es auch nochmal kontrollieren, was dann entsprechend hochgeladen wurde. Foto-Copyright, was wir vorhin gesehen hatten, unter dem Bild und so weiter und so fort. Ich scroll mal nach unten durch, alles individuell angelegt. Und das ist halt, was dann möglich ist mit Cplot in relativ moderater Zeit. Hier auch dieser Text, Schreibungstext. Kann das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner gestalten, wenn man hier noch mehr für CSS macht, aber eigentlich wunderbar. Sehe ja nur ich, weil ich das persönlich eintrage. Soweit zu den drei Beispielen. Gibt es dazu gerade irgendwelche Fragen? Wunderbar. Dann sind wir jetzt sozusagen bei der Hardware Blatt angekommen, was ihr bekommen habt. Ich gehe mal kurz die Punkte durch. Ich fand es damals etwas schwierig, mich einzuarbeiten. Da waren noch nicht so viele Informationsressourcen da. Deswegen habe ich extra euch das Blatt ausgedruckt, damit ihr auch später den Einstieg habt. Ich gebe ganz schnell mal durch. Erstes, das Cplot-Buch hat der Axel Tütting gemacht. Da scheiden sich die Geister. Ich sag mal, wenn man Deutsch kann, also nur Deutsch Informationsressourcen gerne möchte, ist das sicherlich für einen Einstieg mal ganz nett. Aber ich habe alles, was ich empfehlen würde, jetzt mal mit einem Sternchen gemacht, was besonders wichtig ist, vor allem auch als Einsteiger, dass man da gut zurechtkommt. Dann gibt es Joomla 3. Genau, David und Elisa haben da, bringen da ein Buch raus zukünftig. Ich glaube Anfang des Jahres oder so, stand zumindest in Amazon. Da ist auch ein Kapitel drinnen zum Thema Cplot. Genau, muss wahrscheinlich ganz gut sein. Im 2.5er war auch eins drinnen. Und das ist halt schön kompakt erklärt, was man denn machen kann auf, zumindest im 2.5er war es auf 20 Seiten, hat der David sehr gut gemacht. Macht das die Elisa beim Neuen und bin da gespannt. Und das ist sicherlich auch sehr, sehr interessant, kurz zusammengefasst. Dann bei Foren gibt es hier das einmal das offizielle Cplot-Forum. Das Schöne ist, man schreibt rein und in der Regel hat man wirklich 1 bis 2 Tage später eine Antwort, also von Werktagen ausgegangen, einen Tag später. Und also in der Regel auch sogar von einem von den Cplot-Entwicklern. Und das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Das zweite ist auch von Axel Tütting, das Cplot Time for Mambo. Da ist wirklich sehr wenig los in letzter Zeit, aber wenn man halt nur Deutsch gerne möchte, dann könnte man da auch drauf zurückgreifen. Aber das Forum, das Englische, ist wirklich top. Da stehen sehr viele interessante Sachen drin und man ist da nicht alleine gelassen, wenn man halt Schwierigkeiten hat, die nirgendwo dokumentiert sind. Oder man ruft den Christian einfach abends um 11 mal wieder an und sagt, ich komme nicht weiter. Das geht natürlich auch. Stimmt, meine Telefonnummer habe ich gar nicht draufgeschrieben. Anleitungen, offizielle Cplot-Anleitungen, die sind in Deutsch und in Englisch. Da ein großes Dankeschön an die Elisa, die hat sich letztes Jahr die Arbeit gemacht gehabt, die ganzen Sachen zu übersetzen, die Tutorials. Und die stehen auch noch in Französisch zur Verfügung, aber das ist wirklich sehr gut. Teilweise gibt es Videos dazu, ist auch entsprechend verlinkt. Das auf jeden Fall mal anschauen.
Offizielle Cplots-Tutorials, das ist halt wirklich Einzelfälle, wenn man irgendwie was Spezielles braucht, gut erklärt. Dann habe ich ein paar kleinere Artikel geschrieben. Sehen wir nachher noch einen zeige ich mal, da ist das Typo-Plugin ganz gut aufgeführt mit den verschiedenen Funktionen und Callings, die man machen kann. Aber jetzt nicht so viele Informationen. Also bleibt ruhig bei der offiziellen Cplot-Anleitung. Videos. Wer schon mit Cplot gearbeitet hat, sicherlich über den Waikiki gestolpert. Kennt den jemand? Den Channel, genau. Da ist der Link auch direkt drauf, dass man es über YouTube selektiert hat, die Videos, dass man es gleich findet. Der hat so 20 Videos, schätze ich mal, gemacht. Ist ganz spannend, wie er da so an die Sachen rangeht und auch sehr unterhaltsam. Und ja, kann man sich auch mal anschauen, ist auch in Deutsch. Chant Beyond hat natürlich die Mitschnitte gehabt von den letzten Sessions, habt ihr auch den Link mit drauf. Gut, es gibt noch ein offizielles Cplot-Videoarchiv und hier nochmal die Anleitungen. Da gibt es auch entsprechende Videos, deswegen das ist das gleiche wie hier unten, aber nochmal separat bei Videos mit aufgeführt, weil man weiß ja nicht, jeder lernt anders. Ich kann dann nur für meinen Teil absolut empfehlen, sich diese Information wirklich sehr zu Herzen nehmen. Cplot ist ziemlich mächtig und wenn man, sage ich mal, damit anfangen kann, steht man relativ unter Umständen schon bei kleinsten Sachen mal erstmal blöd da und denkt sich, hä, warum komme ich nicht weiter? Weil genau diese Informationssammlung hier, ja, wie ich damals angefangen habe, gab es die so noch nicht. Das kam erstmal so alles nachträglich. Also ich glaube, das war so genau der Zeitraum, wo Elisa das Zeug übersetzt hat. Also schaut euch das wirklich an, man kann dadurch erheblich viel Zeit sparen und Fehler vermeiden. Das ist der erste Teil, den ihr bei euch auf dem Papier habt. Für jeden, der noch nicht mit Cplot gearbeitet hat, ungefähr, vorhin haben wir ja gefragt, die Hälfte sind es, ist es wichtig, dieses Grundkonstrukt zu verstehen. Sonst hat man im Nachhinein dann auch Schwierigkeiten, dass man sich da etwas zurechtfindet. Cplot ist so aufgebaut, die absolute Basis von allem ist ein einzelnes Feld. Und auf diesem Feld tut entsprechend alles aufbauen. Und es gibt zwei große Bereiche. Das ist einmal hier Form and Content Types und rechts List and Search Types. Und selbst betrachtet enthalten die Form and Content Types die Formulare. Formulare bedeutet ein Frontend-Formular oder Backend-Formular. Das ist wie bei dem Joomla-Artikel, man loggt sich im Frontend ein, hat dann dieses Formular, was man halt im Frontend dargestellt bekommt, das ist ein Frontend-Formular. Backend ist von Joomla-Artikel das Backend-Formular. Und die lassen sich halt völlig frei modifizieren. Und das zweite ist Content, das ist die Ausgabe, aber die Ausgabe sozusagen eines einzelnen Datensatzes. Und das machen wir nachher auch im Beispiel zum Verständnis. Und deswegen auch ausgedrückt, könnt ihr jederzeit draufschauen, wo sind wir gerade, welcher Bereich, sind wir im Frontend, beim Form oder Frontend bei der Ausgabe. Und das zweite ist der große Bereich, die List and Search Types. Einmal eine Liste, einmal die Ausgabe mehrerer Datensätze. Und das zweite ist Search Suchmaschine. Das ist auch mit hier integriert, sehen wir dann nachher von der Logik her. Wichtig ist im Endeffekt Feld, Form, Content, List and Search. Schaut es einfach nach, wenn ihr da nachher dann vielleicht von der Orientierung her das etwas unübersichtlich wird, dass ihr euch da neu ankern könnt. Gibt es dazu irgendwelche Fragen vielleicht? Okay. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Jetzt machen wir eine Cplot-Installation. Also wer einen Laptop dabei hat, lokale Installationen rausholen. Hier noch eine Frage an der Runde. Wie schaut es aus, hat irgendjemand einen Laptop dabei, aber keine lokale Installation? Also der Workshop ist jetzt so aufgebaut, ihr tut es im Endeffekt live die Sachen mitmachen. Müsst natürlich nicht, könnt ihr auch einfach zuschauen. Wer jetzt keine Installation hat, ich habe hier drei Instanzen entsprechend. Braucht irgendjemand eine Online-Instanz von Joomla?
Okay, gut, dann machen wir das einfach jetzt mal durch. Das machen wir am besten dann gleich mit dazu. Also hier haben wir jetzt eine ganz normale Joomla-Installation, klar, Protos da. Und halt, sind wir ja schon drin. So. Na. Also das ist jetzt plain. Da habe ich jetzt entsprechend gar nichts mehr modifiziert. Und jetzt installieren wir hier entsprechend mal Cplot drauf. Nehmen wir das Ganze erstmal hier mit dem Webkatalog. Also der erste Schritt ist Moment, Extension Directory ADD. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geht man auf die cplot.de Seite. Zack. Dann hat man hier entsprechend die 3.9.1 aktuell. Wenn man auf Free Download geht, sieht man auch immer hier, mit was ist es kompatibel, die 3.6.2. Und sollte dann auch immer darauf achten, dass das identisch ist. Man kann aber auch das Ganze hier vom Webverzeichnis installieren, wenn es entsprechend geladen ist. Ansonsten machen wir das jetzt manuell. Wenn irgendwelche technischen Probleme oder so auftreten, Christian ist da, einfach kurz die Hand heben oder so, dann kommt er entsprechend vorbei und versucht zu helfen. Ich mache es jetzt manuell, genau. Hier sieht man auch, ist schon ordentlich Code, aber jetzt auch nicht zu viel, 2 Megabyte. Man darf sich dabei nicht erschrecken, es werden ein paar Plugins installiert. Genau. Ein paar mehr. Was man hier jetzt sieht, also man sollte jetzt nicht gleich wegklicken, wenn man es installiert hat. Der ein oder andere, der schon mal cplot verwendet hat, wird sich vielleicht zurückerinnern, dass es später mal Probleme gab. Und zwar diese Werte, die stehen nicht umsonst da. Die meisten Webhoster haben die Werte eigentlich geringer. Sagen wir mal hier, setze ich mal 20 und vielleicht 1000 oder sowas. Am Anfang funktioniert es. Also wenn ihr das jetzt entsprechend habt mit anderen Werten, lasst es drinnen sein. Das Problem wird später sein, wenn die Werte nicht stimmen und ihr macht komplexe Formulare, die sehr viele Felder haben, dann fliegen die Felder sozusagen von den Formularen runter, weil es nicht mehr verarbeitet werden kann. Also haltet euch einfach dran, dass die 50 und die 3000 halt da sind. Und das kann man halt über die HTXS oder wie auch immer man das einstellen wird, oder PHP-INI. Auch also manchmal reichen die 3000 nicht aus, also bei Uwe Elektronika mussten wir den Wert auf 10.000 hochsetzen, weil so viele Felder hinten dran sind, die dort ja, geladen werden. Sonst wird auf einmal die Tabelle irgendwo abgeschnitten. Das kann dann schon mal vorkommen. Aber mit den heutigen Servern ist das überhaupt kein Thema, dass diese Felder da verarbeitet werden. Also wir haben mal einen Performance-Test gemacht, also der Server langweilt sich ohne Ende. Also das ist kein Problem. Da
Dann haben wir jetzt, also ich bin mit 3000 bis jetzt immer zurechtgekommen. Aber okay, wenn, den Fall gibt es auch, also der Wert ist schon ganz gut, aber im Hinterkopf behalten, wenn es Probleme gibt, Werte anschauen. Hat man ja hier über Systeminformationen, das ist bei PHP hiermit hinterlegt und sucht sich das ja entsprechend raus. Okay, jetzt vielleicht eine Frage im Raum. Sollen wir es in Deutsch oder sollen wir es in Englisch machen? Ich mache mal einfach mal eine Abstimmung. Also wer ist dafür, dass wir es in Deutsch machen? Also jetzt generell Joomla in Deutsch, Cplot in Deutsch und okay, also ist mehr als ein Drittel, dann mache ich das auch entsprechend mal. Stimmt, ja. Aber wenn Sie auf Englisch sind. Das ist ein guter Einwand, ja. Okay. Machen wir es auf Deutsch, wenn dann ist es. Weil ich glaube, auf Deutsch gibt es auch nicht so viele Videos dann. Okay. Dann müssen wir erstmal hier, wo haben wir das Ganze? Languages. Machen wir erstmal hier ein schönes Joomla auf Deutsch. German natürlich. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und Cplot selber auch. Wir müssen uns jetzt die Sprachdateien organisieren. Das ist sozusagen dieser Link hier. Machen wir das vielleicht mal hier so. Dann können das alle sehen. Sieht man das ganz gut? Jetzt sieht man hier gleich mal oben Construction. Das ist Cplot hier, alles noch im Englisch. Das passt sich jetzt gleich an. Jetzt haben wir hier das C durch K. Sieht man, schön alles in Deutsch installiert als Indikator. Genau. Man muss halt vielleicht ein bisschen wissen, dass die deutsche Übersetzung manchmal so ein bisschen fragwürdig ist mit den Feldern von der Definition her. Das sollte man vielleicht irgendwie berücksichtigen. Aber im Großen und Ganzen geht es schon. Also es passt und man kann die Leute da drauf schon losschicken. Das funktioniert ganz gut. Hat jeder den Link? Der ist nämlich auf der Cplot-Seite nicht so schnell zu finden. Also am besten abspeichern. Genau. Okay, dann sind wir sozusagen jetzt hier durch. Wir haben die deutsche Sprachdatei installiert und gehen jetzt einfach mal kurz die wichtigsten Sachen durch. Also unser liebes Cplot-Menü, das sieht man hier rechts unserer Konstruktion. Wir haben hier die Formulare. Das sehen wir auch jetzt auf unserem Zettel, was ausgedruckt ist. Das ist der Bereich Formular und Inhalte. Steht auf den Zetteln in Englisch drauf, Form and Content Types und List and Search Type. Das sind sozusagen die Hauptsachen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Felder können wir erstmal außen vor, können wir generell außen vor lassen, weil es über Form and Content Types, Formular und Inhaltstypen geht. Und Templates eigentlich auch. Das ist dann eher für später und wenn man dann sehr, sehr tief einsteigen möchte, sind die Sachen interessant. Das könnte man vielleicht sogar noch dazu sagen, also das Cplot-Template, was da mitgeliefert wird, wird ja im Inhaltsbereich von Joomla ausgegeben.
Und dort wird sozusagen nochmal so ein kleines Template reingebaut. Was sind es? 38 Positionen? Oder? Ja, das sieht man dann später. Kommt auch an welches. Gibt's denn dann? Oder 42, also. Die magische Zahl. Auf jeden Fall eine Menge an Positionen, wo man nachher seinen Inhalt da noch positionieren kann, was erstmal Standard mitgeliefert wird. Und man kann das natürlich auch dementsprechend selber modifizieren. Das zeigen wir vielleicht gleich mal von der Logik her. Hier haben wir das Protostar-Template und was dann entsprechend cplot macht, die Templates, die cplot betreffend, ist sozusagen nur die Komponente, also was hier ausgegeben wird, betrifft nur den Bereich. Also es gibt die cplot-Templates, das ist, was hier ausgegeben wird, und der Rest ist sozusagen das eigentliche Template. Und so schmiegt sich cplot in jedes Template-System ein. Ja, gerne. Das Template-System. Standard-Bootstrap? Ne? Ich glaube, da ist Bootstrap. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, wenn ich sag mal, der Christian hat es auch schon gemacht, ich auch. Also, wir haben auch schon in dem C-Blot das UI-Kit integriert. Also, das ist kein Thema, das ist anpassbar. Also, ich weiß nicht, ob das bei Default mitgeliefert wird, das Bootstrap 3 kann sein, müsste ich jetzt nachschauen. Ich glaube, Elisa nutzt Bootstrap, ne? Du benutzt das Bootstrap für deine cplot-Templates? Ich wiederhole nochmal schnell, die Frage war nur, ob Bootstrap 3 bei cplot selbst eingebunden ist. Nee, also ist nicht okay. Mit eingebunden. Also man nimmt halt einfach das vom Template, kann man natürlich auch das ganze Markup nehmen. Genau. Also dann, wenn man Bootstrap 3 möchte, halt selber im Template einbinden und dann kann man natürlich die ganzen Klassen und so weiter verwenden. Generell die Einstellungen, wie man es kennt, gibt es auch mal die Joomla-Einstellungen für cplot. Das kennt man hier bei Configurations. Und dann ist hier cplot auch mit aufgeführt. Hier sind so die grundsätzlichen Einstellungen der Komponente. Die anderen Tabs in der Regel braucht man sie nicht. Meistens nimmt man hier den Webseiten-Tab und kann hier die wichtigsten Einstellungen vornehmen. Genau, dann haben wir als nächsten Punkt, was neu dazugekommen ist, Extra-Button-Inhalte einfügen, sehen wir hier unten im Backend-Bereich Inhalte einfügen. Wenn man da drauf klickt, kann man entsprechend neue Inhalte machen. Unter Konstruktion, unter Beiträge selber geht es natürlich auch noch hier. Wenn man auf Neu geht, dann wird hier ein neuer Beitrag zugeführt. Und jetzt ist sozusagen das cplot übernommen. Und wenn dieses Auswahlfeld zur Verfügung steht, weiß man, okay, dass man sich im cplot-Kosmos sozusagen befindet. Wenn man jetzt hier, das ist vielleicht noch wichtig, sagt Artikel neu, dann ist man zwar trotzdem im cplot-Formular, hat aber nicht die Vorauswahl, welches Formular man vorab gemacht hat. Das wäre wichtig zu wissen. Also entweder die Möglichkeit Inhalte, Beiträge neu, man das hier, oder man geht direkt hier unten drauf. Das geht natürlich dann von jeder Position hier aus. Wer vorhat, Mehrsprachigkeit zu machen, sollte bei cplot die Mehrsprachigkeit dann sofort aktivieren und nicht im Nachhinein, weil da habe ich gemerkt, da gibt es sonst Fehler. Also wer das dementsprechend vorhat, sollte es von Grund auf einstellen. Nachteil ist, man muss sich eigene Sprachdateien für die Felder nachher anlegen, für die Feldbezeichnung, für die Übersetzung. Das ist ein bisschen Aufwand, aber geht schon. Genau, da bist du jetzt der Experte, multilingual. Okay, dann als nächsten Schritt schauen wir uns das Ganze mal an. cplot hat sich jetzt sozusagen in Joomla eingefügt, oder man kann sich eher so vorstellen, umschmiegt sozusagen Joomla. Und jetzt schauen wir mal in die eigentliche Komponente rein.
hier links, wie man es auch schon im Menü gesehen hat, Formulare, Inhaltstypen, Listen, Suchtypen und halt alle anderen Sachen, die es ja noch gibt. Hier sind bereits Formulare angelegt. Die Formulare, die man hier sieht, sozusagen umschwiegen die eigentliche Joomla-Installation oder die Joomla-Funktionalität, einen Artikel anzulegen. Das heißt, was wir vorhin schon hatten mit Inhalt neu oder beziehungsweise ich mache es jetzt mal hier klassisch mit Beitrag und geht jetzt hier auf neu und geht hier auf Beitrag, dann sind das immer noch die ganzen Core-Felder von Joomla selber, aber sozusagen über das Formular von Zplot. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, es sieht etwas anders aus visuell, aber inhaltlich ist es das Gleiche. Und schauen wir einfach mal ganz schnell rein in so einen Artikel, da sieht man auch die ganzen Felder, wie das Ganze aufgebaut ist. Admin-Formular, Formularseite, das ist das, was ihr entsprechend auf den Ausdrücken habt. Und hier ist halt das ganze Markup. Vielleicht hier als Tipp, wenn man dann später sich ein paar Ideen holen möchte, einfach in die vorhandenen Sachen reinschauen, wo sich sozusagen Zplot um den vorhandenen Joomla-Bereich schmiegt und kann sich da Inspirationen holen. Wie hat man denn das gemacht? Wie schaut denn das aus? Genau. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mal direkt mit Beispielen. Und zwar, was wir jetzt machen, ist sozusagen jetzt ganz normal, ganz kleine Theorie. Hier groß. Wir machen ein Formular zuerst. Das ist über Form and Content Types. Das Ganze kann man theoretisch fürs Frontend machen, fürs Backend, da ist man flexibel. Das Ganze, wir gehen jetzt von der Namensliste aus, einfach extra Felder neben Vorname, Nachname. Und das zweite ist die Ausgabe des einzelnen Datensatzes. Das kommt dann, geht auch über Form und Content Types, das ist die Darstellung, die ihr habt. Und das dritte ist sozusagen von der Vorgehensweise her eine Datensatzliste, dass man halt die ganze Namensliste ausgibt und das Ganze dann halt auch noch mit einem individuellen Markup. Ich glaube, für die meisten ist es interessant, wenn man Kunden hat und der möchte vielleicht ein bisschen mehr mit der Webseite machen und auch einen internen Bereich haben. Deswegen habe ich jetzt ein CMR-System gewählt, was wir als Beispiel nehmen. Das ist halt praxistauglich und, glaube ich, auch gut verständlich. Also wir machen jetzt im Endeffekt ein CMR-System. Wer da wirklich noch tiefer einsteigen will, ich glaube, der kann sich an die Elisa wenden, die hat da ziemlich geniales Zeug gebaut. Also was brauchen wir? Personen, Firmen und wenn wir dazu kommen, eine 1-zu-N-Verknüpfung. Aber schauen wir mal. Also was wir als erstes machen, ist, dass wir einen neuen Inhaltstyp anlegen. Inhaltstyp, wie gesagt, nochmal die Wiederholung, da ist ein Formular drinnen, aber auch gleichzeitig sozusagen die Inhaltsausgabe. Theoretisch kann man das auch noch alles in Ordnern und so weiter strukturieren, aber ich will jetzt da nicht so viel Zeit verlieren, damit wir halt das hauptsächlich sehen. Das ist dann hier bei Ordnerstrukturen, da kann man dann Formulare, Listentypen, alles separieren. Aber wir bleiben jetzt mal da, das wird dann automatisch in den Schnellordner gespeichert. Kann man dann später auch noch schöner machen. Genau. Also wir sagen jetzt im Endeffekt, wir erstellen einen Artikel oder beziehungsweise worum es hier geht, wenn wir ein neues Formular erstellen, auf welcher Tabelle das Ganze basiert. Ich würde am Anfang immer empfehlen, einfach die Artikeltabelle zu nehmen. Man kann natürlich dann auch mit User und Usergruppen und so weiter, aber in Kategorien macht es immer Artikel. Das ist dann eher sowas, wenn ihr da sehr sicher seid, dass ihr mit anderen Bereichen macht. Also erstellen wir sozusagen einen Artikel und nehmen da jetzt einfach mal den Content-Typ Person. Also Inhalts- und Content-Typ, den nennen wir generell Person. Speichern das Ganze mal ab. Jetzt sind hier bereits ein paar vorhandene Felder.
Und der Einfachheit halber schmeiße ich jetzt mal alle raus, weil dann sieht man mal, wie das von Grund auf, von der Basis her aufgebaut wird. Hier nochmal zum Wiederholen, Admin-Formular, das ist das, was man im Backend sieht. Formularseite, das, was man im Frontend sieht. Einleitung, kann man auch separat machen, wenn man dann über die Joomla-Funktionen geht. Vergesst es, braucht es am Anfang nicht oder selten. Im Endeffekt und Inhalt. Also im Endeffekt Admin, Formular und Inhalte sind die drei wichtigen Sachen, die man verwendet. Und was wir jetzt machen, ist einfach mal Felder anlegen. Das ist hier rechts über den Plus-Button. Und als Standard wird schon ein Textfeld angezeigt. Und das ist das, was man auch am meisten immer verwendet. Wir nennen es jetzt einfach mal der Einfachheitshalber Vorname. Und dann gibt es hier entsprechend, das kann man individuell machen hier oben. Und das ist aber so, dass das entsprechend in der Tabelle, in die Tabelle geschrieben wird, in MySQL. Hier vielleicht noch aufpassen, 255. Ich kenne jetzt keinen, der so einen langen Namen hat, aber wenn man hier viele Informationen speichern will, nach 255 Zeiten wird es entsprechend abgeschnitten. Dann speichern wir das Ganze ab. Und jetzt sieht man, dass hier ein neues Feld entstanden ist. Und man hat hier verschiedene Modulpositionen. Das war vorhin schon erwähnt mit 42. Das sind im Endeffekt vom Sieb-One die Positionen, die es alle gibt. Und wir sind jetzt hier bei Mainbody, wo wir es draufgeschmissen haben. Okay, was brauchen wir noch für ein Feld? Ich würde mal sagen, nehmen wir den Nachnamen mit dazu. Aber wieder bei einem normalen Textfeld, sollte ausreichen. Also wichtig wäre vielleicht bei dem Feld, bei den Alias, also das ist wie bei Joomla auch, der ist dann nicht mehr änderbar, das ist so. Also wenn man den irgendwie mal falsch irgendwie gehabt hat, ist es sinnvoller, das Feld zu löschen und neu anzulegen. Weil nachträglich das Zeug irgendwie in Cplot irgendwie manuell zu ändern in der Datenbank und solche Spielchen macht viel Arbeit, viel Aufwand und ist, glaube ich, nicht so die saubere Lösung. Zusätzlich, sage ich mal, kommt vielleicht hinzu, also ich habe es zum Beispiel bei der Elektronikseite dort gehabt, dass ich gleiche Feldnamen in unterschiedlichen Bereichen habe. Das heißt, man sollte bei dem Alias vielleicht vorher irgendwie ein Präfix oder irgendwas hängen, um dann nicht vielleicht in Kollision zu kommen mit anderen Feldern. Ist vielleicht auch noch. Ja, richtig. Genau, das muss man dann später dann für sich strukturiert, sinnvoll ausbauen. Ich mache es jetzt nochmal ganz einfach. Also wenn man natürlich mehrere Formulare hat und Listen, das wird irgendwann so komplex, sollte man sich ein System da ausdenken. Das habt ihr gerade gesehen, ich habe niemanden nachgeschaut, das ist auch wirklich hier in der Datenbank dann drinnen mit Vorname und das kann man nachträglich dann nicht ändern. Also das ist fix, das da oben ist flexibel. Okay, jetzt ist mal generell spannend, das Ganze im Backend, wie schaut das denn eigentlich aus? Ich fange jetzt auch gar nicht an mit Inhaltsausgabe und so weiter, wir sind jetzt nur erstmal Admin-Formular. Speichern das Ganze ab. Ich mache dann einfach jetzt selber mal einen zweiten Tab aus, dann geht das ein bisschen schneller, als dass wir immer hin und her springen. Was jetzt passiert ist, ist im Endeffekt, wenn wir hier auf Beiträge gehen, oder beziehungsweise hier unten gibt es ja auch den Button, den nehmen wir vielleicht her, das geht dann immer schneller. Jetzt ist hier ein neues Formular entstanden. Person. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, erstellen wir sozusagen einen neuen Inhalt, also einen einzelnen Datensatz. Dieser einzelne Datensatz wird sozusagen in der Tabelle Artikel von Joomla gespeichert. Das hatten wir ja vorher ausgewählt gehabt. Und die Menüs, also die Buttons hier oben, da werden die Default Backend Buttons verwendet. Und das ist das, was wir jetzt individuell entsprechend gemacht haben. Ich trage jetzt gleich mal was ein. Speichern, schließen wir das Ganze. Und dann sehen wir, wir sind jetzt hier bei
Stück für Stück, genau. Wir sehen jetzt hier entsprechend in Beiträge, das ist eine Plane-Installation, das ist der erste Beitrag drin, ID1 mit Cplot erstellt und sehen hier auch gleich Titel und so weiter. Hat jetzt, weil wir kein Feld Titel angegeben haben, das natürlich ein Pflichtfeld in Joomla ist, hat er hier einfach das aktuelle Datum und die Uhrzeit genommen. Was wir aber zuerst jetzt machen, ist vielleicht spannend. Man hat jetzt hier das Problem, wir haben hier unkategorisiert, was jetzt etwas blöd ist, weil wir wollen ja nicht alle Artikel durcheinander haben, sondern sagen, okay, wir wollen es auch logisch aufbauen, dass wir sagen, okay, das soll immer in die Joomla-Kategorie Personen rein. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal eine Kategorie Personen an. Hier sieht man auch, dass es noch Usergruppen und User gibt, das ist von Cplot, aber Personen hier entsprechend, das ist jetzt neu mit den 10. Und jetzt wollen wir sozusagen, dass ein neuer Eintrag automatisch in 10, also in der ID 10 landet, beziehungsweise halt in Personen. Das heißt, hier kommen wir schon in den interessanten Bereich, weil wir haben hier einmal unsere individuellen Felder. Und was wir jetzt machen, ist sozusagen auf die Joomla-Core-Felder zurückgreifen, die bereits schon vorangelegt sind. Das heißt, also es gibt verschiedene Methoden, wie man entsprechend hier rechts in dem Bereich die Felder auswählt. Also die ganzen vorhandenen Felder, die man selber angelegt hat und die schon angelegt wurden. Ich weiß nicht, wie viele das sind wahrscheinlich 200 gefühlt oder 300, sind hier rechts in dem Bereich sichtbar. Hier kann man entsprechend auswählen, in welchen Ordnern die sind. Und hier sieht man jetzt auch schon die Artikel-Kategorie-ID, die wir brauchen, um das entsprechend automatisiert da abzuspeichern. Als Best Practice, ich mache das eigentlich immer so, dass ich hier sage, alle Felder anzeigen hier. Und dann suche ich hier einfach über die Textsuche Kategorie-ID entsprechendes Feld und kann mir das dann entsprechend so schnell identifizieren. Das schmeißen wir dann einfach mal rüber. Und was jetzt hier spannend ist, wir schauen mal ins Feld selber rein, das kann man hier vorne über den Bearbeiten-Button sehen, dass das Ganze sozusagen hier auf die Cut-ID zugreift. Das ist sozusagen das Feld, was wir in der Tabelle unter Content haben. Hier bei Nummer 2, also auf dieses Feld wird sozusagen zugegriffen. Genau. Wie sieht das Ganze jetzt sozusagen aus im Backend-Bereich? Ich starte jetzt einfach nochmal neu. Dann haben wir hier den und die Person. Hier haben wir das neue Feld. Das sind unsere eigenen Angelegen, Vorname, Nachname. Und das ist sozusagen jetzt hier die Kategorie. Jetzt kann man hier das auswählen, alle Joomla-Kategorien, die man sozusagen hat. Was wir aber eigentlich in dem Fall natürlich nicht wollen, weil wir haben keine Lust, jedes Mal hier neu die Kategorie auszuwählen. Also konfigurieren das wir gleich so, dass wir sagen, okay, wir machen hier einen Live-Wert. Man hat die Möglichkeit, über die 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist eine Extra-Funktion, die man hat. Wenn man drüber geht, dann sieht man auch gleich das Pop-up. Und hier kann man ein Live-Value hinterlegen. Und als Live-Value sagen wir jetzt generell, wir möchten hier jetzt gerne immer den Live-Value haben, wenn das, also Live-Value heißt immer, wenn das Formular aktiv ist, wenn man im Formular drin ist, dann wird dieser Wert reingegeben von Personen. Schauen wir uns das Ganze mal an, ob das auch wirklich so funktioniert. Zack, und hier sieht man sofort, man hat hier jetzt Personen dargestellt. Man kann aber immer noch andere auswählen. Das kann man eigentlich für jedes Feld machen. Also, das ist für alles, gilt das für alles, aber hier als gutes Beispiel. Jetzt sagen wir vielleicht noch einmal eins extra, dass wir sagen, okay, man soll das zwar auswählen, man soll zwar abgespeichert, ja. Also
dass man sie gar nicht aus, dass man sie gar nicht sieht. Das wollte ich gerade machen, weil das ist auch eine Geschichte, die man häufig hat. Man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man möchte das unbedingt in Personen drinnen haben, in der Kategorie Personen. Jetzt könnte man einmal sagen, okay, hier geht man oben bei Variation auf Standard und sagt einfach nur lesen. Das heißt, wenn man das Ganze nochmal aufruft, sieht es dann folgendermaßen aus, dass man hier nicht mehr klicken kann. Und hat dann sozusagen gleich Personen angezeigt. Jetzt kann man natürlich noch weitergehen und sagen, ich möchte, dass es überhaupt nicht angezeigt wird, visuell, aber trotzdem dieses Feld aktiv ist und in der entsprechenden Kategorie landet. Dann würde man das einfach so machen, dass man entweder das hier auf versteckt setzt, oder die zweite Möglichkeit ist, dieses Template, was wir hier haben, also das Cplot-Template, gibt es die Position Hidden. Dann könnte man das Feld einfach auf die Position Hidden setzen. Ich ziehe das mal hier runter. Da ist natürlich ein großer Screen ganz praktisch in dem Fall. Und dann ist es nicht mehr da, aber trotzdem ist das Feld aktiv und tut den Wert setzen. Vorteil ist natürlich hier, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Kunden was an die Hand geben will, wo ich weiß, der Kunde soll jetzt einen Beitrag erstellen, ich sage jetzt mal für seine News-Seite, wo er sagt, er gibt seinen Titel ein, er gibt seinen Beitrag ein und er drückt einen Speicherbutton. Fertig. Das Ding wird automatisch in die richtige Kategorie gespeichert. Er kann nichts, sage ich jetzt mal, kaputt machen, in Anführungszeichen. Und das ist, sage ich mal, schon in der Form ein guter Vorteil. Man sieht das, okay, der Beitrag wurde da jetzt drin gespeichert. Ich sag mal, das geht mit jedem Feld. Man sieht das da jetzt so schön noch mit dem Titelfeld, dass das alles noch nicht da ist. Man kann wirklich jedes Feld so definieren, dass der Kunde gar nicht die Möglichkeit hat, gewisse Sachen da irgendwie, irgendwo in irgendeiner Form Sachen einzugeben, die da nicht hingehören. Man kann sich das Ding wirklich in der Form zusammenklicken. Also ich glaube, Christian hat schon Emo gebaut, dass der Titel dementsprechend angelegt wird, dass das dementsprechend SEO-konform schon rausgeneriert wird. Mit noch zusätzlichen Variablen hinten dran oder all solche ganzen Geschichten. Also das ist vielleicht ein gutes Beispiel, genau, wenn man jetzt sagt, okay, Kunde legt extrem viel Wert auf SEO und macht Frontend-Login oder Backend-Login und hat dann die 1000 Felder, was ich Hauptbild, dann Meta-Description, No-Follow, Index und diese ganze Geschichte und diese ganzen Extras von Joomla, dann kann man hier einfach ein Formular machen, wo man sagt, hier, da ist dein Titel, das ist der Titel für den Browser, das ist deine H1, das eigenes Feld, hier ist deine Description, dann nimmt man halt dann einfach die nativen Joomla-Felder, die man hinzufügt, hier ist dein Text, hier hast du noch dein Hauptbild, was du hinzufügst und fertig. Und dann hat er das im Frontend und wunderbar einfach und kommt mit dem anderen Zeug gar nicht in Kontakt und man macht eine individuelle Lösung. Mhm. Jo. Bitte? Da gibt es normalerweise keinen Unterschied, aber es gab mal in der alten Version, glaube ich, so, dass dann die Werte nicht übernommen wurden, aber in der Regel müssten die jetzt, ich glaube, es war ein Bug, bei beiden Feldern genommen. Ich mache es persönlich immer so, dass ich das lieber auf Hidden setze, auf der Position Hidden, weil dann ist es halt auf übersichtlich, weil sonst müsste man halt, da sieht man es halt direkt. Genau. Du brauchst das, also die Position Hidden, sage ich mal, ist entscheidend für nachher zum Beispiel, wenn du eine Suche baust. Wenn du Sachen hast, die im Suchformular nicht da sind, aber du sie trotzdem, ich sage jetzt mal, indirekt durchsuchst. Blödes Beispiel ist im Endeffekt bei der Elektronikseite dieses Minimum-Maximum. Oder bin ich? Ja. Also du hast im Endeffekt die Variante, dass du sagst, okay, ich möchte halt gewisse Sachen haben, oder du gibst im Beitrag, das ist ein schönes Beispiel, du gibst im Beitrag ein Bild aus und du hast das Feld Alternativtext für das Bild. Das tust du ja nicht direkt rein, sondern du willst ja diese Information aus diesem Feld im Code, sage ich mal, anzeigen lassen. Das heißt, du brauchst das Feld auf Position hinten, dass er das lädt, dass die Information da ist und du setzt im Endeffekt nur noch den Variablenwert bei der Ausgabe im Endeffekt rein, du hier, nimm mir bitte die Informationen aus dem Feld
Alternativtext, was jetzt auf hin ist, und dann liest er das aus. Wenn das nicht da ist, also wenn man das jetzt da rausnehmen würde, dann kriegst du keine Information. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch gar nicht probiert. Doch, die Information hast du schon. Also ja? Das sehen wir dann nachher auch noch, wenn wir so weit kommen. Es gilt auch generell als Sicherheitsthema, CPLOT tut nur die, also sind nur die Sachen auch in der Ausgabe verfügbar, die hier auf dem Formular sind. Also man kann jetzt über Formulare, wenn man dann irgendwo den Befehl sagt, bitte zeig mir den, meinetwegen Feld Telefonnummer an, was aber dann nicht auf dem Formular ist, dann ist man da, dann kann man darauf nicht zugreifen. Das geht einfach nicht. Also es muss wirklich auf dem Formular sein. Das heißt, wenn man irgendwelche Sondercallings macht, sage ich jetzt mal, muss das Ganze dann auf der Position hidden sein, damit das technisch auch mitgeladen wird. Jetzt würde ich sagen, machen wir vielleicht mal eine kleine Pause, oder? Von 10 Minuten oder sowas. Und dann kommt der nächste Schritt, dann zeige ich mir das Ganze, wie man sozusagen im Frontend dieses Formular baut, weil das ist ein bisschen anders, da muss man auch noch Buttons berücksichtigen und dass man sozusagen hier im Frontend einfach diese ganze Geschichte hat und wenn man dann einen Kunden hat, dass der sich da entsprechend einloggt und das Ganze auf den CRM-System basierend. Also das war sozusagen jetzt die Grundlage, Formular-Backend und wir machen dann gleich weiter, also so. 10 Minuten würde ich sagen, 5 Minuten. Hm? 3 Tests. Also dann eine Sekunde. Gerade war noch die Frage, wie man denn hier neue Felder anlegt, beziehungsweise Positionen. Die Positionen sind fest. Man kann aber natürlich theoretisch ein individuelles Template schreiben. Auf CPLOT-Basis ist aber dann eher schon ein anderes Niveau, da gehen wir auch jetzt sicherlich nicht drauf ein. Es gibt zum Beispiel Templates, die dann die Möglichkeit haben, die Daten einzutragen einfach. Und man gibt es auf einer Google Maps aus, mit verschiedenen Standorten. Hat zum Beispiel CPLOT selber auch im Angebot. Man könnte aber auch was ganz Individuelles Eigenes schreiben. Okay, der nächste Schritt, den wir haben, ist sozusagen das Ganze ins Frontend zu bringen und im Frontend ein Formular zu machen. Eins hatten wir vielleicht noch vorher, oder das machen wir dann vielleicht im nächsten Schritt, weil wir haben hier 2 Formulare, Admin und Formularseite. Ich würde mich entscheiden, entweder macht man eine Frontend-Formulargeschichte oder eine Backend-Formulargeschichte, weil sonst muss man immer alles 2-mal editieren, weil die Felder Vorname und Nachname müsste man dann auf beiden Formularen haben und alles immer stylen. Also am besten eins machen, entweder Frontend oder Backend. Man kann aber natürlich auch beides machen. Jetzt gehen wir hier auf Formular. Okay, zu lang weg. Gucken wir uns nochmal ein. Also jetzt bin ich hier wieder bei Personen drinnen. Und jetzt sieht man hier Formularseite, also Frontend-Formular, ist komplett leer. Das wollen wir jetzt stylen. Wir haben hier den Schnellordner, wo wir unsere eigenen neuen Felder reingespeichert haben. Hier links ist auch so ein Punkt, das heißt immer da, wo ich entsprechend das Feld hin, wo der Punkt ist, wird es rübergezogen. Hauen wir das mal entsprechend rüber. Und ich mache das jetzt mal ganz demonstrativ, speichere das Ganze ab. Und wir wollen jetzt im Frontend das Formular haben und das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an, wie das ausschaut. Das heißt, wenn wir hier ein Formular wollen, müssen wir hier einen Menüpunkt machen oder es gibt auch andere Möglichkeiten. Ein Menüpunkt ist jetzt immer das Einfachste am Anfang. Das heißt, wir gehen jetzt hier ins Main-Menü, sagen hier entsprechend neu und haben hier dann die Möglichkeit, neue Person, entsprechend beim Menü Eintragstyp entsprechend CPLOT auszuwählen. Und hier haben wir nur 2 Sachen. Hier haben wir das Formular und die Liste. Was wir jetzt brauchen, ist das Formular und wählen hier den Inhaltstypen aus. Inhaltstyp ist hier dann einfach Person, speichern das Ganze ab und das war es dann schon. Hier gibt es noch diverse andere Möglichkeiten zum Einstellen, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Werdet ihr dann später mal kennenlernen, wenn ihr irgendwas Spezielles braucht. Gut, jetzt haben wir hier
eine neue Person, dann klicken wir drauf und jetzt kommt... Okay, oder willst du schnell? Komm mal schnell mal hin. Also, jetzt haben wir hier im Frontend den neuen Menüpunkt, neue Person. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sagt er hier Error. Man darf die Ressource nicht einsehen. Das ist ja klar, ein Formular sollte jetzt nicht von einem, der nicht eingeloggt ist, einsehbar sein. Willst du da Person zum Beispiel? Es kommt darauf an, wie man sagt, okay, das ist bei Default schon so eingestellt, dass es eigentlich, dass es nicht erlaubt ist. Man könnte das jetzt einstellen, dass man sagt, okay, Permissions entsprechend im... Zum Beispiel als Kommentarfunktion oder so. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber das kann man im Inhaltstyp kann man das einstellen unter Permissions dann. Genau. Ich logge mich jetzt mal ein und dann sollte ich hoffentlich eine neue Person anlegen können. Gehe auf neue Person und speichern kannst du aber noch nicht. Genau. Gleich mal ganz demonstrativ. Das ist der Nachteil vom Frontend, dass da diese Buttons nicht automatisch ausgegeben werden. Die muss man selber anlegen. Kann aber schon vorkonfigurierte nehmen. Im Backend hat man den Vorteil, dass da das Default von Joomla schon angezeigt wird. Jetzt wollen wir das Ganze mal mit Buttons versehen. Ja, mal, das kann man als Nachteil oder als Vorteil auch von Siebenlaut sehen oder allgemein vom CCK, weil ich muss jeden Schritt, den ich eigentlich haben will, definieren. Also wenn ich sage, ich will speichern, dann brauche ich einen Speicherbutton. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich zwar ein schönes Formular da, im Sinne sagen, okay, kann aber eigentlich nichts damit machen. Und dadurch kann ich jetzt aber hier in dem Sinne sagen, okay, welchen Speicherbutton will ich jetzt eigentlich nur anzeigen lassen, zum Beispiel für einen Kunden. Will ich jetzt ihm den Speicherbutton oder will ich ihm jetzt den Speicherbutton Schließen-Button zum Beispiel anzeigen? In dem Falle wiederum Vorteil. Also wir machen jetzt die Speicherbuttons, genau. Hier rechts haben wir den Schnellordner, da gehen wir einfach auf alle Sachen darstellen lassen. Dann entweder über die Textsuche, ich mache es jetzt mal so, haben wir den Button da irgendwo direkt drin? Ist der ganz oben? Senden. Genau. Und dann nehmen wir hier einfach mal Cancel ist so ein Standardding. Save. Und schmeißen das Ganze mal hier in den Top-Body rein. Das Ganze ab, machen einen Reload und schauen mal, ob sich da was getan hat. Wunderbar, haben wir die zwei Buttons hier entsprechend. Jetzt sieht es nicht so schön aus, die zwei Buttons, wir wollen sie vielleicht lieber nebeneinander haben. Das liegt jetzt auch daran, dass CBlot hier entsprechend, ist die rechte Maustaste nicht aktiviert bei dem, dass hier entsprechend im Diff-Bereich, also dass Diffs um das Feld rumgezogen werden. Und deswegen natürlich Blockelement übereinander aufgestapelt. Wir können das einfach deaktivieren, dass wir sagen, wir wollen es nebeneinander haben, den ganzen Spaß, und gehen dann hier wieder in den Nummernbereich rein. Dann kommt irgendwo eine Nummer mit... wo haben wir es denn hier mit... die letzte müsste es sein. Ah, das geht mit dem JavaScript nicht, Sekunde. So. Das Screen ist zu klein, ha? Schau. Ha? Nächster Punkt. Ja. Stimmt, den machen wir noch weg. Komm ein bisschen näher hin. Hier der sechste Punkt ist das Markup und Klasse. Wenn wir jetzt da auf die 6 gehen, dann sieht man hier oben, das ist immer, was man, wenn man hier draufklickt, gibt es hier eine Variation. Und jetzt sagen wir einfach bei Button Save und Button Cancel, wir wollen kein Markup haben. Bedeutet, diese Diffs außenrum verschwinden einfach. Und dann wird das ja logischerweise nebeneinander dargestellt. Schauen wir uns das mal an als Kontrolle. Wunderbar. Und dann, ganz kleine Geschichte noch, wir wollen vielleicht dann dieses... ich nehme mal UI-Kit her, aber jetzt in dem Fall mal Bootstrap, weil das mit drin ist, Bootstrap 3 mit berücksichtigen. Dann sagen wir, okay, wir möchten hier eine Button Group draus machen und dass auch das Markup von der Button Group da ist. Das heißt, wir haben hier auch als Felder bereits vordefiniert, können wir auch selber anlegen, wieder über Plus, aber ich würde einfach die vorhandenen nehmen, das geht am schnellsten. Suchen wir mal hier nach Div. War schon unten.
Zack, da unten sind sie, Diff, End. Schmeißen wir das hier mit rüber rein. Diff, Start. Das heißt, wir haben jetzt einfach wirklich ein optisches Diff außenrum gemacht. Das wird auch so dargestellt. Gehen hier unten wieder auf Markup und können hier sozusagen bei Markup-Klasse das Ganze dann eintragen. Mal schauen, was wir gestern war. Das ist die BTN Group, glaube ich. Gell? Genau. Also man kann da im Endeffekt halt auch, vor allem fürs Frontend, oder ich nutze es für gerade ein privates Projekt, auch im Backend, dementsprechend mit Tabs im Endeffekt sich sein Formular aufbauen, wenn es einfach viel zu viel ist, wo man nur noch scrollt, weil so viele Felder im Endeffekt da sind. Also man kann sich das Zeug optisch gesehen hinbauen, wie man möchte. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Es ist okay, das ist vielleicht ganz interessant zur Erklärung. Jedes Feld ist einmalig. Das heißt, Div 1 ist zwar ein Div, aber das erste Div. Also das heißt, wenn man ein neues Div hinzufügen möchte als Feld, macht man zwei Felder, weil es ein beginnender und endender Tag ist. Und müsste dann, nennt es vielleicht dann logischerweise Div 6 oder Div 7. Ja, weil, weißt du? Genau, okay, das ist so besser, ja genau. Also das heißt, wenn man jetzt nochmal ein Div verwenden würde, wenn man Container in Container in Container, dann würde man jetzt, was ich, Div 2 Start, Div 2 Ende machen. Man kann das Ganze aber auch, ihr seid ja eher Decoder, dass du hier einfach das in den Markup reinschreibst, da kommen wir dann hoffentlich später noch dazu, dann geht das etwas. Wenn man kommt, das ist halt jetzt so, wenn man schnell mal ein Div außenrum haben möchte, ist das eine easy Lösung. Wenn man komplexe Sachen, sollte man es grundsätzlich irgendwie trennen. Das ist dann irgendwie, weil so kannst du da relativ gut sortieren, auch später. Es ist zwar mehr Aufwand im ersten Moment, wenn man da was anlegt, dass du da, ich sag mal, den Aufwand hast, da dementsprechend die Felder zu hinterlegen. Aber im Nachhinein hast du halt relativ schnell die Möglichkeiten, das Zeug auch mal woanders hinzuschubsen. Ja. Muss man jetzt nicht mitmachen gleich, aber wir haben jetzt hier natürlich, weil wir jetzt auf dem Site-Formular sind, aber das ist eine gute Wiederholung, tun wir jetzt einfach mal auch entsprechend die Kategorie, Artikel-Kategorie-ID mit einfügen, weil das haben wir bisher nur auf dem Admin-Formular gehabt, damit es auch wieder sauber in Personen eingespeichert wird. Ich bin immer große Screens gewohnt. So, hier die Live-ID, hier wieder das gleiche Spielchen, gute Wiederholung hier, zeige ich hier die Live-ID, könnte man es direkt eintragen, den Wert, aber ich sage das hier zum Auswählen, Personen, dann möchte ich das Ganze, dass es nur angezeigt wird zum Lesen, das Ganze hier, machen Reload, zack, Uncut, hatte ich das jetzt noch nicht drinnen, okay, schauen wir nochmal den Live-Value an. Warum nimmt er das jetzt nicht? So. Siehst du den Fehler? Nee, oder? Ich sehe den Fehler gerade auch nicht. Okay, also normalerweise hat man hier den Live-Value und dann wird es hier direkt übernommen. Und wie auch beim Frontend-Formular. Nutzt für seine Warum auch immer geht das jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wer diese Frontend-Formulare nutzt für seine Kunden oder auch selbst, hat natürlich den Vorteil, sagen wir mal, der Administrator, der sich im Backend einloggt, sieht mehr Felder oder auch andere Felder mit anderen Funktionalitäten, als wie zum Beispiel der Kunde, der im Frontend irgendwie ist. Kann von Vorteil sein. Also hier kann man es definieren. Im Joomla Standard geht das jetzt eher weniger. Lassen wir das mal gut sein. Da ist irgendein kleiner Fehler drin oder so. Auf jeden Fall haben wir hier so ein Dropdown-Menü.
dem Fall müssen wir es halt erstmal manuell auswählen. Können hier jetzt dann abspeichern. Und was wir jetzt machen wollen, wir tun jetzt das Frontend-Formular weiterentwickeln, weil da eher Interesse dran besteht und machen das nicht parallel, sonst ist es zu viel Zeit. Was wir jetzt haben, ist dann noch der, ist jetzt sozusagen als neues Feld, nehmen wir mal jetzt E-Mail. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Das heißt, wir können ja einfach im Frontend-Formular hier oben rechts aufs Plus gehen. Sagen wir einfach E-Mail, legen wir neu an, lassen wir das als normales Textfeld, speichern das Ganze ab. Schauen wir uns das gleich live an. Deswegen, ich habe immer zwei Tabs offen, das ist immer ganz praktisch, dann kann man das relativ schnell machen. Hat dann hier entsprechend die E-Mail-Möglichkeit, das Ganze einzugeben. Und wenn wir schon so weit sind, machen wir doch gleich eine Validierung drauf, dass wir sagen, hey, man kann nur E-Mail-Adressen eintragen. Und das kann man halt auch wieder unter einem bestimmten Punkt hier machen. Das heißt, Zugriffsebene, wo haben wir es? Erforderlich und Validierungsstufe, das ist hier bei der Nummer 3. Dann ändert sich sozusagen wieder hier dieser Bereich. Und jetzt haben wir hier entsprechend die Überschrift und sehen dann hier bei E-Mail optional und können hier diese Settings vornehmen für Validierung und für erforderlich. Das heißt, wenn wir sagen, das ist ein Pflichtfeld, schreibe ich jetzt mal nichts rein, aber könnte man dann sagen, bitte E-Mail-Adresse eintragen. Und hier sagen wir als Validierung E-Mail-Adresse. Vielleicht für alle, die schon länger mit CBLOT arbeiten, man hat hier übrigens die Möglichkeit, via Ajax Felder zu überprüfen, ob ein Wert, also wenn man über Unique-IDs und so weiter arbeitet. Ja. Das Admin-Formular und das Guide-Formular hat miteinander nichts zu tun, also die sind unabhängig voneinander. Aber danke. Okay, jetzt testen wir das gleich mal aus, ob er da was anzeigt. Na, war das jetzt wieder schnell? Nehmen wir das Ganze nochmal, Validierung, optional ist eigentlich drinnen. Ah ja, genau, erforderlich haben wir auf Ja nicht gestellt. Machen wir noch. Jetzt läuft da vorne ein JavaScript mit. Ich mache mal einen Reload von dem Formular und sieht hier Sternchen, heißt im Endeffekt Pflichtfeld. Ich will es abspeichern, dann sagt er mir, okay, geht nicht. Dann drehe ich jetzt mal, machen wir gleich mal einen Basiseintrag. Einfach mal ein bisschen. Machen wir dann mal jetzt, ja. Ich hole mal parallel einfach mal ein bisschen aus. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt relativ viele User oder sowas, die ich dort jetzt irgendwie anlegen möchte oder sowas. CBLOT bietet auch ein Importer-Tool, wo ich, das sage ich jetzt einfach mal, eine CSV-Datei nehme und schmeiße die da rein. Und CBLOT legt mir dementsprechend die Datensätze hinten dran automatisiert an. Muss ein bisschen konfiguriert werden. Genau, im Endeffekt muss ich halt definieren, welchem getrennt, welches Feld was ist. Dementsprechend kann ich da, sage ich jetzt mal, wenn ich da jetzt wirklich eine Masse anlegen will, weil ich habe jetzt CRM-System und ich will das nicht mehr, ich will was Eigenes auf Joomla bauen und ich will das mit CBLOT bauen und ich habe da jetzt irgendwie 1000 Daten, dann kann ich halt entweder mir einen Azubi suchen und den dazu verdonnern, die nächsten 3 Monate das Zeug da schön Copy and Paste da reinzuprügeln, oder ich nehme so einen Importer, schmeiße das Zeug da rein und das Zeug ist da drin. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Also wenn die Felder da sind, kann ich mit denen sehr, sehr viel machen. Man kann sogar, für die, die schon länger mit CBLOT arbeiten, über den Importer Felder neu anlegen bei CBLOT. Aber das ist ein bisschen eine komplexere Geschichte. Mhm. Ja, das vielleicht am Rande, das wurde ich jetzt heute nicht darauf eingehen, weil es recht viel ist, aber in dem Fall würde man das folgendermaßen machen. Also die Frage war, ist es möglich, dass eine E-Mail ausgelöst wird, wenn man auf Speichern geht? Ich mache jetzt mal ganz schnell hier in einer Minute. Das würde man dann so machen. Alle anderen, die es nicht interessiert, nicht zu hören hier. Neues Feld. Dann wählt man hier entsprechend, gibt es irgendwo ein Feld mit E-Mail. Du hast doch alles installiert da, ne? Hm? Das müsste Default drin sein, E-Mail. Nee. Hast du auch schon mehr drin.
E-Mail ist default, glaube ich, drin. E-Mail-Adresse. Also grundsätzlich ja, es geht. Kann man kurz beantworten. Gut. Ja. Klar. Es ist CodePack-Plugin. Mhm. Also, das, der Fall war jetzt hier einfach, für dich wird es hier ein Feld anlegen mit E-Mail-Adresse, das einfach irgendwo hier ins Formular mit reinschmeißen, mit abspeichern dann, und hier kann man die ganzen Parameter einstellen, Felder, E-Mail und wie auch immer. Genau. Gibt es eine Dokumentation dann auch auf Cplot, wie das Ganze geht, und mit dem CodePack ist auch noch spannend. Gibt es auch ein paar Infos noch auf. Genau, ich sag mal, für die Entwickler, vom Joomla Framework im Endeffekt, so dieses ganze Before Render und Before Store und so weiter, kann ich damit beeinflussen. Kann wirklich sehr, sehr tief reingehen, wenn man das möchte. Also man kann das, ja, so Formulare oder so, ist kein Thema. Also wenn man sagt, okay, Kunde hat jetzt da einen Beitrag angelegt und ich will darüber informiert werden, um so nachzuschauen, was hat er da jetzt hoffentlich korrekt eingegeben, kann man das machen, geht. Relativ schnell und einfach. Mhm. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, E-Mail-Validierung. Wenn wir uns jetzt nochmal zurück, okay. Also jetzt. Welcher Parameter? Das ist, wenn du abgespeichert hast. Dann sagt er hier Thanks, dann kommt diese Nachricht, glaube ich, müsste es sein, ja. Genau. Ja. Das ist von Joomla die Ausgabe. Ja. Okay, jetzt mal. Ach so, ja, natürlich, geht auch. Also die Frage war im Endeffekt, wenn ich eine E-Mail-Verifikation im Endeffekt haben möchte, so bitte geben Sie die E-Mail-Adresse zweimal ein und prüfe, ob diese Felder gleich sind. Geht auch. Kann man machen. Muss man über Math Science, über dem, ja. Muss man, aber das wäre jetzt zu speziell, aber theoretisch ja. Ja? Also dass die jetzt schon dass die schon so sauber aussehen, meinst du ja. Mit. Das ist ja, müsste Bootstrap 2 sein? Ja, schon, aber bei mir ist das Grund, deswegen frage ich mal mit Alpha. Ich komme mal kurz lang. Das ist im Endeffekt über Diff hier. Und dann habe ich bei Diff einfach noch die Klasse BTN Groups eingetragen. Ich weiß, ob ihr das auch gemacht habt. Und dann wird das. Und das Markup selber deaktiviert. Also wir haben jetzt hier. Okay, nochmal zurück zum Anfang. Wir haben jetzt hier die E-Mail-Adresse eingetragen und was jetzt natürlich spannend wäre, wir wollen für die Person auch noch ein Bild hinterlegen. Das heißt, wir machen jetzt wirklich ein eigenes Bildfeld und legen ein neues Feld an, da sind wir wieder auf dem Formular-Site, gehen hier auf Plus und dann gibt es hier als Auswahltyp bei Upload unten Bild. Dann haben wir jetzt einfach mal. Nehmen wir es einfach nur Bild, das ist einfacher. Da fällt mir was schön, ich muss es reinhauen, sorry. wenn man Dateien hochladen will so, oder auswählen will, Cplot greift standardmäßig auf den Media Manager von Joomla zu. Der wird ja hoffentlich bald überarbeitet, weil das Riesenproblem ist, zum Beispiel wenn ich sage, ich will eine PDF-Datei auswählen, dann sehe ich die nicht. Der Media Manager ist standardmäßig, ich sage jetzt mal, es werden nur Bilder angezeigt, obwohl die PDF-Datei da ist. Da gibt es ein Plugin zu, das ist offiziell nur für Joomla 2.5, funktioniert aber auch in 3.6. Kann man reinschmeißen und der schaltet im Endeffekt diese Funktionalitäten im Media Manager dementsprechend ab. Also das vielleicht so als Hinterkopf, weil ich glaube, ich habe mehrere Stunden verdödelt, warum sehe ich die PDF-Datei nicht? Also da kann man sich ziemliche Nerven ersparen. Also wer da wirklich da mal PDF-Dateien oder auch andere Dateien dementsprechend hinterlegen will, also dadurch muss man da ein bisschen was achten. Ja? Auch wenn ich eine CD installiere,
Ist egal. Weil der JCI da nicht greift. Also wir wollen jetzt, gerne ein Feld anlegen für Bild. Haben hier rechts Bild ausgewählt und können hier, das ist wichtig, den Ordner anlegen. Das heißt, es handelt sich hier um den Image-Ordner, den wir bei der Joomla-Installation haben. Das legt Ziplot dann. Damit es übersichtlich bleibt, habe ich jetzt einen Unterordner gesagt Personen. Das legt Ziplot dann automatisch an, wenn er nicht vorhanden ist. Und dann kann man sozusagen hier einfach die allen Einstellungen belassen. Kümmern wir uns aktuell nicht drum. Speichern das Ganze mal ab und schauen uns dann mal entsprechend an, wie das Ganze ausschaut. Das heißt, hier ist jetzt ein neues Feld entstanden, Bild. Dann kann man hier entsprechend eine Datei auswählen. Das machen wir jetzt auch einfach mal, das zeige ich mir mit der Demo. Nehmen hier einfach mal vielleicht Christian dein Bild. Hast du jetzt Name und Bild nicht zusammen, aber egal. Dabei. Und jetzt sieht man hier, Bild wurde hochgeladen, hat man hier die Vorschau, wenn man draufklickt. Ist soll das ich Bild das jetzt verstehen, dass du so aussehen möchtest wie ich? Eher nicht. haben hier das Bild jetzt entsprechend. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin jetzt hier bei Ausschaut in der Dateistruktur. Also ich bin jetzt hier bei der kompletten Joomla-Installation drinnen. Und sehe hier bei Images, ich tue mal da einfachheitshalber vielleicht mal alles löschen, was da nicht hier reingeht, weil was Default bei Joomla ist. So sieht es jetzt aus. Dieser Ordner ist entstanden, Personen. Hier ist die Artikel-ID. Das ist der dritte Eintrag, also dritte ID. Das ist einfach die Joomla-Artikel-ID. Hier ist das Bild, was original hochgeladen wurde. Und hier entsprechend werden die Thumbnails daraus generiert. Da kann man dann noch variieren, es gehen bis 10 Thumbnails und das macht halt Ziplot automatisch. Das heißt, man kann verschiedene Bildgrößen machen, was natürlich auch cool ist, wenn die Leute hier ein 5 Megabyte Bild hochladen, dass man halt einfach nur ein 30 KB Bild, weil es 100 mal 100 Pixel ist, rausbekommt oder noch weniger. Und kann auch für verschiedene Sachen, was ich Intro-Texte, kleines Bild nehmen, dann für den Artikeltext ein größeres und es geht bis 10 Thumbnails. Angularen gemacht. Jetzt tun wir vielleicht mal das Ganze anschauen, wie wir den einzelnen Datensatz sichten können. Das heißt, wir wählen jetzt einfach mal einen neuen Menüpunkt aus, oder beziehungsweise machen einen neuen Menüpunkt, wo wir auf den einzelnen Joomla-Beitrag verweisen. Also wir schauen jetzt nur einen einzigen Datensatz an und wir nehmen jetzt gleich mal hier den Max Meyer mit Christian schönen Bild. Und das machen wir folgendermaßen. Wir gehen einfach in Joomla wieder rein. Ich mache jetzt mal hier in den zweiten Tab auf und auf Menü. Und legen jetzt einfach mal einen neuen Menüeintrag rein. Kann man später auch wieder löschen. Es geht jetzt eher nur darum, dass man halt einfach mal die visuelle Impression hat, wie das Ganze ausschaut. Und sagen wir jetzt mal Max Meyer. Und als Menüeintrag Typ wählen wir sozusagen jetzt nicht Ziplot-Formular oder Liste aus, sondern wir können das Default Joomla auswählen. Kennt wahrscheinlich jeder, wer kennt es nicht? Einzelner Beitrag. Ja, Eintrags, da haben wir das. Dann verlinken wir sozusagen auf den einzelnen Beitrag. Letzter ja, Eintrag. Da haben wir das Titelproblem. Welche ist es jetzt? Das war die letzte, die Nummer 3. Genau. Speichern das Ganze ab und schauen uns dann entsprechend hier das an und zack, ist hier ein neuer Eintrag erschienen, Max Meyer. Jetzt sieht man hier ein paar Sachen, die jetzt eigentlich bei Joomla by Default ausgegeben werden, was aber jetzt eigentlich nicht so schön ist, weil wir haben ja sozusagen Ziplot, wo wir eigentlich wunderbar sagen können, da kommt das Feld hin, da das Feld, Core, könnte man jetzt, also das könnte man jetzt mit Ziplot entsprechend nachbauen. Aber was wir hier sehen, ist einfach sozusagen die Default-Joomla-Einstellungen, die ausgegeben werden bei jedem Artikel. Das wollen wir einfach weghaben. Also ich empfehle, wenn man Ziplot einsetzt, dass man das einfach komplett deaktiviert. Das sind die Standardgeschichten. Das kann man hier über, also komplett seitenweit deaktiviert. Das heißt hier einfach. Das heißt hier einfach Titel weg. Kann man das eigentlich alles deaktivieren?
Veröffentlichungsdatum-Seiten. Das vor allem brauchen wir nicht. Schauen wir uns das Ganze mal an, ob das dann entsprechend weg ist. Genau, jetzt haben wir sozusagen plain das Ganze da und tun sozusagen die komplette Darstellung dann über SC-Plot steuern. Wie macht man jetzt hier, dass das Ganze... Das verstehe ich nicht ganz. Über das Formular wählt man dann entsprechend die Kategorie, was wir vorher hatten. Okay. Jetzt wollen wir hier die ganze Ausgabe modifizieren. Das heißt, dafür haben wir diesen wunderschönen Tab Inhalt. Wenn man da draufklickt, sieht man, es ist leer. Und hier haben wir auch leer und haben vorhin die Joomla-Default-Geschichten rausgeschmissen. Das heißt, kontrollieren wir das mal, wenn wir Nachname drauflegen als Position, ob da was erscheint. Ah, super. Hier haben wir schon mal den Max. Dann nehmen wir den Vornamen mit dazu. Sehen entsprechend hier, Vorname ist da. Dann machen wir hier auch die Reihenfolge vielleicht. Das wird entsprechend der Reihenfolge hier angezeigt. Und gehen hier jetzt rüber. Passt sich auch entsprechend an. Und können hier die Sachen so jetzt ergänzen. Jetzt als Beispiel, das war vorhin auch die Frage, man hat jetzt gesehen bei den Artikeln, wenn man ins Backend reinschaut oder halt auch bei der Menüauswahl, dass der Joomla-Titel halt diese komische Zahl ist. Den können wir jetzt auch hier direkt ausgeben, diese schöne Zahl, und modifizieren sie vielleicht gleich mal. Das ist dann dieses Core-Feld, Artikel-Title. Okay, genau, was ist die aktuelle Zeit? 5 Minuten? Okay. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Das heißt, hier haben wir dann den Titel sozusagen direkt mit ausgegeben. Wir wollen den modifizieren. Das heißt, wir gehen einfach springen aufs Seitenformular und tun hier entsprechend dieses Feld auch hinzufügen. Wie gesagt, das ist ein Core-Feld. Das sind jetzt hier Mainbody, das tun wir mal über die ID setzen, gehen entsprechend rein. Und hier, wenn ich das bearbeiten möchte, kann ich hier ganz normal, wenn ich eingeloggt bin, wie man es von Joomla her kennt, auf Bearbeiten gehen und hat dann hier die Möglichkeit, das Ganze zu modifizieren. Den Artikel nenne ich jetzt auch einfach mal Max Meyer zusammengeschrieben und habe dann entsprechend die Ausgabe Max Meyer hier oben mit drinnen. Möchte jetzt natürlich nicht das Ganze so standardmäßig da haben, wie das vorgegeben wird, sondern möchte halt, jetzt sind wir wieder bei Modifizieren. Das heißt, hier gehe ich dann einfach auf Inhalt, jetzt sind wir wieder bei der Ausgabe und sagen, pass auf, wir möchten hier gerne, das ist Typografie 2, das Ganze als H1 laufen haben. Das heißt, hier geht man bei wo haben wir es, Überschriften, und hier auf Plus und kann dann hier H1 auswählen. Das am Rande, wir machen gleich eine bessere Möglichkeit, die auch sehr viel spannender ist. Hier sieht man jetzt, Max Meyer läuft als H1. Und wir möchten hier jetzt auch kein Label mehr haben, schreiben da einfach Clear rein, dann ist es auch entsprechend weg. Zack, gleich schon mal schöner aus. Und jetzt kommt was sehr Spannendes, die Ausgabe können wir da frei modifizieren über das Typo-Plugin. Das heißt, ich verwende zum Beispiel Überschrift hier nie, sondern ich gehe hier rein bei HTML und dann kann man hier auf das Plus klicken und kann hier individuellen Code reinschreiben. CSS-Klassen, meinetwegen auch JavaScript und so weiter. Würde man das zum Beispiel mit, das kommt gleich, also ich mache mal als Beispiel, also jetzt hier H1, würde man das zum Beispiel mit Value-Value schreiben. Ich finde es eigentlich einer der besten Geschichten, was man da bei C-Plot machen kann, weil man unheimlich schnell diese ganzen Callings machen kann. Man hat hier sogar die Möglichkeit, fremde Felder zu callen, die man dann zusammenfügt. Hier vielleicht am Rande, ich habe das hier schon aufgerufen, ich habe da mal eine Doku drüber geschrieben, weil das mal nicht so schön zusammengefasst war. Wenn ihr bei mir auf die Seite schaut, bei Wissen, Entwicklung, C-Plot, gibt es den Artikel Typografie-Plugin. Und hier sieht man sozusagen die Befehlsübersicht. Value, was wir gerade verwendet haben. Man kann aber auch hier CCK get value eintragen und kann damit dann entsprechend auch fremde Felder callen. Wird das HTML-Code komplett
Das ist einfach, das kann man sich als Platzhalter vorstellen, dass sie das anscheinend durchsuchen entsprechend als Basis. Und damit, ich habe den, weiß jetzt den Code nicht, wie das genau interpretiert wird, aber im Endeffekt ist das einfach die Variable, was damit durch. Also, Entschuldigung, die Frage war, ob PHP-Code da drin funktioniert. Nee, geht nicht. Dafür gibt es das Codepack, ne? Genau, für dich ist das Codepack interessant. Also da geht nur HTML in den Typo-Plugins, muss man sagen. Nur HTML-Markup. Bitte? Typo-Plugin. Mhm, das ist standardmäßig bei C++ bei. Wenn man da jetzt PHP-Code einfügen will, braucht man dieses Codepack. Und da kann man dann dementsprechend auch PHP-Code und allen möglichen anderen Kram da noch mit reinholen. So. Dann machen wir das mal als Beispiel, weil das ist wirklich mächtig, dass man das zusammenfügt. Du überziehst. Ja, ist schon soweit. Mhm. Dann sind wir jetzt gar nicht zu den Listen gekommen. Das ist das Riesenproblem. C++ ist so groß, so mächtig, dass man auch viel mehr Zeit braucht. Aber bei den anderen Joomla Days gemerkt hat, dass man eigentlich viel, viel, viel mehr Zeit braucht, um eigentlich diese Erweiterung eigentlich, ja, zu zeigen, was sie eigentlich wirklich kann. Das geht auch mal nochmal auf Uwe mit der Liste. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weiß ich nicht, wo man da nochmal sehen kann. Also, genau, ruf doch mal hier auf. Klick doch da mal auf Prüfung Kontakt. Wo meinst du? Mhm. Ja, also im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, eine Liste ausgeben, man hätte jetzt den Namen und E-Mail-Adresse, kann man das im Endeffekt, wie hier jetzt in der Zeile im Endeffekt darstellen, dass man sich genauso die Felder in der Liste einfach herholt. Jedes Feld ist dann sozusagen die Spalte und entsprechend anordnet man, kann auch mehrere Felder in einer Spalte packen, es ist völlig egal und wird dementsprechend ausgegeben. Wie man da vorne sieht mit dem Datenblatt, da ist ein Bild und eine PDF-Datei, das ist im Endeffekt mit dem Typo-Plugin im Endeffekt ja, modifiziert und überschrieben. Das Sortieren ist ein dummes JavaScript, nennt sich Table Sorter, reingeschmissen. Die Klasse in der Tabelle muss dann einfach nur Table Sorter sein, dann wird das Zeug dargestellt und fertig. Also der sortiert dementsprechend die Werte, die Komma-Werte. Habe ich einfach mal da zusätzlich mit reingebaut. Es funktioniert ganz gut. Also man kann da auch auf anderen Werten sortieren. Machen wir noch ganz kurz zur Vorständigkeit halber die Sache, wo wir das dann als Liste ausgeben können, wie das in C++ ausschaut. Das wäre dann sozusagen, wir waren jetzt hier immer im einzelnen Datensatz, wo wir die Erfassung machen und die Ausgabe von dem einzelnen Datensatz. Wenn man das als Liste haben will, ist es hier dieser List-in-Such-Typ. Was der Artikel. Und hier sieht man auch schon, es ist was angelegt. Schaut euch das an, was der Artikelmanager zum Beispiel macht, wie das funktioniert. Das ist ein super Input, dann sieht man, was denn möglich ist und kommt auf sehr, sehr viele gute Gedanken. Und wenn wir jetzt einen neuen anlegen würden, dass wir sagen, wir wollen jetzt einfach mal unsere 100 Personen, die wir eingetragen haben, in einer Liste haben, mit Suchfunktionen, mit Sortierfunktionen und diese ganzen Sachen, würde man hier oben wichtig auswählen, auf welcher Datenbasis das Ganze beruht. Das ist unser Content-Typ. In dem Fall Person. Wählt sich hier irgendein Template aus. Ich nehme mal Table, was am einfachsten ist. Erstellt sich das Ganze. Ich nenne das jetzt einfach mal Personen. Speise das Ganze ab. Und jetzt hat man hier das Suchformular. Das ist sozusagen die Selektion auf die Datensätze. Und hier die Liste, die Ausgabe. Und hier kann man dann genau das Gleiche mit Feld wieder rüberziehen, Nachname, Vorname, Sortierung hat man hier noch nebenbei, wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt auf Basis und diese Nachnamen sortieren, geht man darüber. Und diese Liste hier, was man jetzt hat, kann man entsprechend anzeigen. Das ist auch wieder das Gleiche, was wir vorhin hatten. Machen wir einen neuen Menüpunkt, einfach mal mit einer Liste, damit man das mal gesehen hat. Liste und hier wählt man jetzt C++ List in Search aus, Liste und Suche und
wählt hier dann den neu angelegten, also haben wir es, Personen. Jetzt sehen wir das Ganze mal live, Personenliste, klicken mal drauf und sehen, okay, wir haben hier mehrere Datensätze. Meier, Max, Schmidt und kann jetzt hier auch diverse Sachen ausgeben. Ich mache jetzt gleich mal nochmal als Beispiel mit dem... Beispiel Schlechtzeit. Ist es? 50. Mhm. Also machen wir so, ihr habt es mal mit der Liste zumindest gesehen, ihr könnt hier Bilder direkt ausgeben, ihr könnt es damit alles andere machen, wie man das auch von anderen vorher kennt. Und man kann hier auch Links setzen, das ist oft eine Frage, vielleicht deswegen wichtig, auch dass nicht. Man nämlich sagt, einzelnen Datensatz. Also dann setzt jetzt hier einen Link auf den Beitrag selber, dass man in den Item View reinkommt, den einzelnen Datensatz. Also das ist noch sehr wichtig, weil da oft gefragt wird. Genau. Also dann lassen wir das mal soweit. Dann vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin heute den ganzen Tag noch da. Wenn einfach Fragen sind oder so, vorbeischauen, dann spielen wir das einfach hier mal ein bisschen weiter durch oder konkrete Fragen dann beantworten. Genau. Und dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao.